Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Ich möchte mit der Sitzung fortfahren. Ich rufe Tagesordnungspunkt 20 auf. Antrag der Fraktion der FDP betreffend bezahlbares Wohnen in Hessen endlich realisieren, statt nur darüber reden, Drucksache 19/4654. Der Antrag wird aufgerufen mit Top 57, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Wohnungsbauförderung in Hessen zeigt Wirkung. Es ist die Drucksache 19/4708. Die vereinbarte Redezeit beträgt 10 Minuten. Als erster Redner hat sich Kollege Lenders von der FDP-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Im ländlichen Raum wissen wir nicht, wie wir den ÖPNV aufrechterhalten wollen. Und im Ballungsraum, im Unterschied, könnten wir noch mehr Infrastruktur brauchen und müssen es erreichen, dass mehr Menschen am Ende auch den ÖPNV nutzen, damit der Verkehr nicht erstickt, damit wir im Ballungsraum nicht ersticken. Meine Damen und Herren, wir haben im ländlichen Raum Wohnungen und Häuser leer stehen, Werteverfall, und gleichzeitig wissen wir nicht, wie wir Menschen mit bezahlbarem Wohnraum im Ballungsraum versorgen sollen. Meine Damen und Herren, beides hängt eng miteinander zusammen. Und die Frage, wie wir beides miteinander verknüpfen, haben wir oft diskutiert. Und ich will auch festhalten und ausdrücklich sagen, wenn Sie heute eine Wohnung anmieten, eine 50 Quadratmeter Wohnung hier in Wiesbaden, zahlen die Nebenkosten, brauchen noch einen Stellplatz dazu, da haben Sie dann locker 700, 800, 900 € auf dem Zettel stehen. Wie das ein normaler Familienvater noch bezahlen soll, alleine, das weiß ich auch nicht. Es ist wirklich so, es fehlt an bezahlbarem Wohnraum, vor allen Dingen für die Mitte der Gesellschaft. Also, meine Damen und Herren, darüber brauchen wir uns nicht zu streiten. Wo wir uns mit Ihnen darüber streiten, ist, wie schaffen wir den Weg denn dahin? Und das ist für uns auf jeden Fall, es müssen die Baukosten runter, es muss die Bürokratie abgebaut werden, um am Ende ein Angebot an Wohnraum zu schaffen, was über die Nachfrage hinausgeht. Wir müssen so viel Angebot haben, dass es über die Nachfrage hinausgeht. Nur das wird die Mieten sinken lassen. Alles andere ist Makulatur. Alles andere ist Makulatur. Meine Damen und Herren, im Rhein-Main-Gebiet fehlen laut der Studie des Regionalverbandes bis 2030 rund 184.000 Wohnungen. Meine Damen und Herren, diese Studie besagt auch, dass, wenn wir alle Potenziale heben, also wirklich überall aufstocken, verdichten, wenn wir jede Landesliegenschaft, jede Bundesliegenschaft heben für das Bauen, dass wir das dann schaffen könnten, diesen Bedarf zu decken. Meine Damen und Herren, das wird aber nicht gelingen, weil die Bürokratie dem im Wege steht. Weil die Bürokratie, ob das die NF ist, ob das Nachbarschaftsgesetz ist, diese Dinge stehen dem im Wege, dass wir wirklich das aufheben können, meine Damen und Herren. Das sind Probleme. Sie werden es am Ende nicht schaffen. Deswegen werden wir neuen Wohnraum schaffen müssen. Wir werden darüber Flächen nutzen müssen. Wir müssen neue Wohnungen für den Markt zur Verfügung stellen. Das werden wir nur schaffen, wenn wir alle Ebenen daran beteiligen. Wir sind als Freie Demokraten davon überzeugt, nur wenn das Angebot über die Nachfrage hinausgeht, werden am Ende die Mieten sinken können. Lassen Sie sich mal kurz auf die NF zu sprechen kommen. Die immer weiter zunehmende Verschärfung der Energiesparverordnung über das volkswirtschaftliche sinnvolle Maß hinaus, das ist absolut nicht hilfreich. Unter anderem dadurch sind die Baukosten über die allgemeine Preisentwicklung hinaus angestiegen. Wir fordern deshalb ein Moratorium für die NF. Während des Moratoriums soll die Evaluierung
soll die Evaluierung stattfinden, die unter anderem die volkswirtschaftlichen und die gesundheitlichen, aber auch die umweltpolitischen Folgen untersucht, z.B. was die Dämmung verursacht. Meine Damen und Herren, da haben wir uns gestern schon einmal darüber unterhalten. Außerdem kritisieren wir ausdrücklich die Wiedereinführung der Fehlbelegungsabgabe, die Erhöhung der Grunderwerbsteuer, Streichung der Wohneigentumsförderung im Wohnraumfördergesetz, die Pläne zur Beteiligung von Grundstückseigentümern an den Erschließungskosten für den öffentlichen Personennahverkehr. Das ist ein Gesetzesvorhaben, das bei Ihnen noch im Mache ist. Die Behinderung von notwendigen Investitionen in der Verkehrsinfrastruktur. Aber, meine Damen und Herren, seit gestern können wir das auch sagen, ein Zweckentfremdungsgesetz, was bei Ihnen Wohnraumaufsichtsgesetz heißt, aber am Ende genau die gleichen Konsequenzen hat. Meine Damen und Herren, ich verstehe ja wirklich nicht, wenn immer wieder klar gemacht wird, auch von der SPD, von den LINKEN, von den GRÜNEN, einer der Probleme ist, dass die Sozialwohnungen immer mehr aus der Bindung herausfallen und deswegen immer weniger Sozialwohnungen zur Verfügung stellen. Meine Damen und Herren, das ist durchaus ein Ansatzpunkt, dem wir in unserer Regierungsverantwortung aber auch etwas entgegengesetzt haben, nämlich der Ankauf von Belegungsrechten. Immer wenn ich Ihre Thesen höre, wird von diesem sehr erfolgreichen Instrument kaum noch Gebrauch gemacht. Warum nicht den Ankauf von Belegungsrechten wirklich wieder voranbringen und dieses Instrument deutlich stärken? Die Umsetzung der Mietpreisbremse. Die Bundesregierung muss dem Rat der Sachverständigen folgen, die Mietpreisbremse wieder abzuschaffen, um Investitionsanreize für den Wohnungsbau zu setzen. Kein Politiker, keine Regierung kann grundlegend physikalische, mathematische oder wirtschaftliche Grundprinzipien außer Kraft setzen. Bei der Wohnungsnot fehlt ausreichend Angebot. Und das kann man nicht schaffen, wenn man nicht die Grundlagen dafür schafft. Meine Damen und Herren, diese Probleme, die dort geschaffen worden sind, werden überlagert im Moment von einer Zinspolitik. Im Moment haben wir die Flucht ins Betongold. Sollte sich die Zinspolitik ändern, wird Ihnen die Politik der Bürokratisierung und der Verhinderung von Investitionen ganz schwer auf die Füße fallen. Ich glaube, dass diese These durchaus unterstützt wird, wenn man sich einmal den Antrag anschaut der SPD. Wenn wir uns morgen über das studentische Wohnen unterhalten, die SPD, wir haben das noch gar nicht verifiziert, aber die SPD hat ja schon herausgestellt, dass die Fördermöglichkeiten nicht ausgeschöpft werden. Die SPD möchte gerne aus den zur Verfügung gestellten Fördermitteln 30 Millionen € noch einmal fürs studentische Wohnen herausnehmen. Meine Damen und Herren, das ist das, was ich Ihnen schon immer wieder gesagt habe. Sie können noch so viele Millionen zur Verfügung stellen mit der Politik, die Sie machen, Investitionen zu verhindern, werden Sie es nicht schaffen. Investitionen werden abgeschreckt. Da können Sie noch so viele Fördermittel zur Verfügung stellen. Sie werden nicht abgerufen. Und, meine Damen und Herren, wir begrüßen durchaus die Initiative für ein Bündnis für mehr Bauland. Apropos Initiative und Bündnisse. Ich würde mal gespannt, was aus der Allianz für Wohnen geworden ist. Also über die Ergebnisse würden wir auch ganz gerne mal diskutieren. Aber, meine Damen und Herren, und Herr Boddenberg, das findet man dann auch in Ihrem Antrag wieder. Eine leichte Kritik, dass doch die eigentlichen Schuldigen bei der Zurverfügungstellung von Bauland doch die Kommunen vor Ort sind. Aha! Ja, sagt es. Sie hätten auch sagen können, die Bürgermeister sind das Problem, Klammer auf, die SPD-Bürgermeister, Klammer zu, sind das Problem. Ich komme Ihnen gerade zu Hilfe. Es sind nämlich nicht schon gar nicht die SPD-Bürgermeister vor Ort das Problem. Wenn überhaupt, gilt es nämlich für alle Bürgermeister, dass sie damit zu tun haben, dass man nicht mehr vernünftigerweise Bauland ausweisen kann, ohne sofort, dass eine Bürgerinitiative sich gründet und die sagt, mag ja überall das sein, aber bei uns nicht. Ich erwarte von einer Landesregierung, dass sie sich an die Seite der Kommunen, an die Bürgermeister stellt und denen Hilfestellung leistet, wenn es darum geht, Bauland auszuweisen und denen nicht Knüppel zwischen die Beine wirft. Partner der Bürgermeister, das wäre der richtige Weg. Und, meine Damen und Herren, die Nutzung der Möglichkeit der Konversion, die Umwidmung von Büroflächen von
Gewerbeflächen. Da könnte die Landesregierung wirklich ein Partner sein. Anpassung der steuerlichen Anreize an der tatsächlichen Wertverzehr. Der Kollege Hahn hat Ihnen das eben schon einmal gesagt. Wir werden auch bei der Steuerfrage nachjustieren müssen. Aber wir brauchen auch wieder die Rückkehr zur degressiven Abschreibung. Zinserleichterungen helfen derzeit nicht. Wir brauchen auch wieder steuerliche Anreize, sonst werden Sie im monetären Bereich der Förderung nicht weiterkommen. Meine Damen und Herren, meine Zeit läuft leider ab. Ich glaube, meine Damen und Herren, meine Redezeit läuft ab. Herr Kollege, die Redezeit ist abgelaufen. Bitte den letzten Satz. Zu können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Feldmayer von der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es war jetzt wirklich eine Sternstunde der Wohnungspolitik der FDP. Ich war sehr traurig, dass Ihre Redezeit abgelaufen ist, Herr Lenders. Ansonsten wünsche ich Ihnen natürlich alles Gute. Der Antrag von Ihnen lautete, glaube ich, habe ich jetzt leider nicht dabei, nicht nur über bezahlbaren Wohnraum reden, sondern auch machen. Genau das machen wir. Wir reden heute zwar darüber, aber wir machen unglaublich viel in Hessen. Sie hatten zwar in der Überschrift und kurz eingangs Ihrer Rede gesagt, es geht um bezahlbaren Wohnraum, aber das war dann auch alles gewesen, wie Sie bezahlbaren Wohnraum schaffen wollen in ganz Hessen. Das haben Sie nicht gesagt. Sie haben nur gesagt, wie Sie Wohnraum schaffen wollen, nämlich indem man möglichst alle Standards senkt und möglichst Anreize schafft zum Bauen, Bauen, Bauen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, nur Bauen, Bauen, Bauen. Das Neubau bringt keinen bezahlbaren Wohnraum für niemanden. Schauen Sie sich einmal die Neubaupreise an in Frankfurt beispielsweise. Da sind dann Durchschnittsmieten Quadratmeter zwischen 11 und 15 €. Ob das bezahlbarer Wohnraum ist, das ist, glaube ich, fraglich, meine Damen und Herren. Und genau deshalb, weil wir bezahlbaren Wohnraum wollen, haben wir in Hessen, haben wir hier als Landesregierung, haben wir als Fraktion der GRÜNEN hier im Landtag unglaublich viele Instrumente eingeführt, um eben dafür zu sorgen, dass bezahlbarer Wohnraum für alle Menschen in Hessen da ist. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, Sie tun zwar immer so, als wenn man möglichst alle Hindernisse aus dem Weg räumt, was jetzt bei einer Energieeinsparverordnung ein Hindernis sein soll oder Bürokratie. Das erschließt sich mir nicht. Ich meine, wir verlegen ja heute zum Beispiel auch keine Leitung mehr über Putz oder so etwas. Ja, das sind Dinge, die einfach zur Selbstverständlichkeit gehören sollten. Die sind bei Ihnen Bürokratie. Also da muss ich sagen, sehr, sehr, sehr schwierig, diese Argumentation. Meine Damen und Herren von der FDP, der freie Markt regelt es nicht, dass für jede Einkommensgruppe bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung steht. Und auch wenn die FDP das immer wieder proklamiert und meint, wie gesagt, alle gesetzlichen Regelungen müssen beiseite gewischt werden, wie z.B. die Mietpreisbremse, wenn die fällt, dann klappt das schon. Das ist eben nicht so. Und wo der Wohnungsmarkt angespannt ist, da kann man eben fast beliebige Mieten verlangen. Und dann ist es leider so, dass Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen ein echtes Problem haben. Sie werden an die Stadtränder verdrängt. Sie können nicht mehr in den angesagten Vierteln wohnen. Sie können nicht mehr in der Innenstadt wohnen. Und Zuzug gibt es dann nur mit den Menschen, die sag mal, einen dickeren Geldbeutel haben. Und genau das wollen wir nicht. Und wir haben uns deshalb das Thema bezahlbares Wohnen und Schaffung von Wohnraum für alle Bürgerinnen und Bürger auf die Fahne geschrieben. Das fängt an bei der klassischen Sozialwohnung über die günstige Wohnung für junge Familien oder auch die Studentenbude. All das wird jetzt am Bedarf und an der Zielgruppe orientiert, genau hier in Hessen gefördert. Meine Damen und Herren, mit der enormen Summe von 1,2 Milliarden €, ich glaube, da sind die Programme wirklich auskömmlich finanziert.
Und wir müssen immer wieder sagen, bisher wurde kein einziger Antrag abgelehnt. Ich denke, das kann sich sehen lassen. Und natürlich ist es nicht einfach nur damit getan, dass man Programme hat, dass man viel Geld hat. Die Programme müssen auch gut sein. Und wenn man sich z.B. mal das kommunale Investitionsprogramm Wohnen anschaut und sich anschaut, wie hier die Nachfrage ist, da sieht man, das sind gute Programme, die hier angeboten werden, und es wird daraufhin sehr viel gebaut. Meine Damen und Herren, in den 80er Jahren hat sich der Staat aus der Verantwortung für den sozialen Wohnungsbau gezogen. Hier wurde kein Bedarf mehr gesehen, und das Ergebnis ist, dass mehr Wohnungen aus der Sozialbindung fallen, als neu gebaut werden. Das ist ein Problem. Und jetzt versuchen wir hier in Hessen, diesen Trend mit großer Anstrengung, muss man wirklich zugeben, aufzuhalten und zu drehen. Und würde es nach der FDP gehen, dann würde sich der Staat überall rausziehen und alles privaten Investoren überlassen. Und genau das wollen wir nicht, meine Damen und Herren. Ja, wir haben einige gesetzliche Regelungen eingeführt, wie z.B. die Kappungsgrenzenverordnung oder die Mietpreisbremse und auch die Fehlbelegungsabgabe. Und an die Adresse der FDP noch einmal. Der freie Markt regelt es nicht alleine. Und dort, wo die Menschen Hilfe brauchen, und nur dort greifen wir regulierend ein. Und, meine Damen und Herren, das ist verantwortliche Politik mit Augenmaß für alle Bürgerinnen und Bürger. Und wir machen das mit der Mietpreisbremse bestimmt nicht, um Vermieter zu ärgern, sondern wir tun das wirklich nur, damit sich normal verdienende Menschen sich überhaupt noch leisten können, in einer Großstadt wie Frankfurt oder Wiesbaden überhaupt wohnen zu können. Und das Argument der FDP, dass mit der Mietpreisbremse Investitionen in den Neubau verhindert werden, wird auch nicht wahrer, wenn Sie es ständig wiederholen. Der Neubau und die umfassende Sanierung sind bei der Mietpreisbremse ausgenommen. Außerdem ist es so, dass Mieten, die vor der Einführung der Mietpreisbremse schon mehr als 10% über die Mietspiegel lagen, gelten auch bei der Neuvermietung. Also es gibt diese Ausnahmen, und die Mietpreisbremse bremst eben nicht die Neubautätigkeiten im Wohnungsbau. Und natürlich muss man sich bei der Frage der Wohnraumversorgung auch die unterschiedlichen Situationen in der Stadt und im ländlichen Raum anschauen. Herr Lenners, da haben Sie vollkommen recht. Während der Zuzug in die Stadt anhält, in Frankfurt sind es in den letzten 10 Jahren 100.000 Menschen gewesen, die dazugekommen sind, gibt es Regionen mit einem Rückgang der Bevölkerung. Und daher müssen wir auch den ländlichen Raum stärken. Daher müssen wir auch das Ganze anschauen. Und was machen wir, um den ländlichen Raum zu stärken? Wir verlagern Arbeitsplätze in den ländlichen Raum. Wir schaffen schnelles Internet, aber auch ein gutes ÖPNV-Angebot, und auch kulturelle Angebote gehören dazu. Und durch die neuen Initiativen der Landesregierung, wie beispielsweise mit der Reform der Steuerverwaltung, werden wieder Arbeitsplätze in die ländlichen Regionen Hessens gebracht. Und auch das kostenlose Jobticket für die Landesbediensteten hilft, den ländlichen Raum attraktiver zu machen. Das haben wir vorhin gehört. Und wer ab dem 1. Januar 2018 von Fulda nach Frankfurt mit dem ÖPNV fährt, der spart 2.650 €. Ich finde, das ist ein Angebot, das sich sehen lassen kann. Und genau mit dieser Politik haben auch die außerstädtischen Standorte einen Vorteil. Man wohnt hier günstiger, und man spart das Geld für eine teure Zeitkarte. Und außerdem ist es gut für den Klimaschutz. Meine Damen und Herren, wir haben in Hessen eine neue Richtung in der Wohnungspolitik eingeschlagen. Wir kümmern uns um exorbitante Mietsteigerungen. Wir haben die Fehlbelegungsabgabe wieder eingeführt. Wir haben die Mittel für die Städtebauförderung erhöht auf fast 100 Millionen €. Und die Mittel für den sozialen Wohnungsbau sind auf 1,2 Milliarden € angestiegen. Das kommunale Investitionsprogramm KIP wird extrem gut nachgefragt. Und 1.000 neue Wohnheimplätze wurden alleine 2015 mit Landesmitteln geschaffen. Und die Bautätigkeit in Hessen sieht an. So stieg die Zahl der Baugenehmigungen von 11.000 in 2009 auf fast 27.000 im Jahr 2016. Auch das ist gut, da tut sich einiges. Aber
Ich will zum Schluss noch einmal sagen, wir haben zwar einiges erreicht beim Thema Wohnungsbau, aber wir wissen, dass wir noch lange nicht am Ziel sind. Wir brauchen die Kommunen dazu, wir brauchen die Wohnbaugesellschaften und auch die Privaten, um Wohnraum zu schaffen. Und die Flächen müssen natürlich aktiviert werden. Es reicht nicht allein, nur genügend Geld bereitzustellen. Wir brauchen natürlich auch die Flächen. Aber auch da tut sich was. Kurzum, es gibt noch viel zu tun beim Thema Wohnungsbau in Hessen. Aber die neue Richtung der Wohnungspolitik zeigt ihre Wirkung. Vielen Dank, Frau Kollegin Feldmayer. Als nächster Redner spricht nun Kollege Schaus von der Fraktion DIE LINKE. Bitte, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! In der Tat stellt die Wohnungsnot im Ballungsraum, aber auch an den hessischen Hochschulstandorten eines der sich weiter zuspitzenden Probleme unserer Zeit dar. Es ist eine soziale Frage, wie hoch die Mieten sind und wie viel vom Einkommen für Miete und die Nebenkosten ausgegeben werden muss. Deshalb brauchen wir mehr preiswerte Wohnungen, am besten so viele davon, dass sie sich preisdämpfend auf den gesamten Wohnungsmarkt auswirken. Dann haben alle etwas davon, außer natürlich den Investmenthaien. Die derzeitige Situation ist interessant, Herr Lenders, dass Sie sich da gleich angesprochen fühlen. Ja, außer den Investmenthaien und ihren politischen Vertretungen in Parlamenten, die derzeitige Situation auf den Wohnungsmärkten, wo schon lange die Nachfrage nach bezahlbaren Wohnungen das Angebot übersteigt, gnadenlos ausnützen. In Frankfurt beträgt der Wohnraumversorgungsgrad aller Haushalte nach Berichten ca. 93%. Gesund wäre hier aber mindestens 103%. Anders gesagt, 10% der Wohnungssuchenden finden keine Wohnung, die sie bezahlen können. Und andere, die eine teure Wohnung gefunden haben, müssen oft dafür die Hälfte ihres Monatseinkommens aufwenden. Wir hören schon seit Längerem die vollmundigen Ankündigungen der schwarz-grünen Landesregierung, die mit großen Summen, 1 Milliarde, ja sogar 1,2 Milliarden Euro, die nebenbei bemerkt fast alle vom Bund stammen, aber die Ergebnisse sehen immer noch anders aus. Die Zahl der Sozialwohnungen hat sich in Hessen von 1991 bis 2015 von 206.000 auf gerade noch 100.600 mehr als halbiert. Allein im Jahre 2015 reduzierte sich dabei in ganz Hessen der Bestand an Sozialwohnungen um unglaubliche 12.000 Wohneinheiten, so viel wie noch nie zuvor. Dem stehen dann ganze 733 neue Sozialwohnungen hessenweit gegenüber. Gleichzeitig bleibt die Zahl der registrierten Haushalte, die einen Anspruch auf eine Sozialwohnung haben, konstant hoch bei ca. 45.000. Da viele Menschen die Hoffnung, auf eine preiswerte, öffentlich geförderte Wohnung heranzukommen, längst aufgegeben haben, ist der Anteil der Berechtigten natürlich viel höher. Das renommierte Pestel-Institut hat in einer Studie bereits im Jahre 2012 280.000 anspruchsberechtigte Haushalte ermittelt, von denen, die knapp über der Einkommensgrenze für den sozialen Wohnungsbau liegen, die auch keinen Anspruch auf Wohngeld haben, weil Herr Kasper das gestern ja so herausgestellt hat, geht das genauso. Meine Damen und Herren, diese Zahlen belegen ganz eindeutig die dramatische Entwicklung am Wohnungsmarkt und das Versagen der in Hessen politisch handelnden Akteure der vergangenen, ich sage mal, zwei Jahrzehnte. In dieser Situation kommt nun die FDP daher und macht Vorschläge für mehr bezahlbaren Wohnraum. Ihr Antrag hat aber wenig damit zu tun. Er ist vielmehr ein neoliberales Sammelsurium von Steuerreduzierungen, die Sie nun halt einmal beim Thema Wohnung anbringen.
Ihre Vorschläge nach einem Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer, nach Abschaffung der sogenannten Mietpreisbremse, die im Übrigen sowieso nicht wirkt, oder nach der Wiedereinführung der degressiven Abschreibung bringt nur den Wohnungseigentümern Vorteile, Herr Rock, aber nicht den Mietern. Sie bringt uns keine einzige preiswerte Wohnung mehr. Keine einzige preiswerte Wohnung. Ihre steuerpolitischen Forderungen haben deshalb nichts, aber auch gar nichts mit der Realisierung von bezahlbaren Mietwohnungen zu tun. Es geht Ihnen nach wie vor um eine Bevorteilung von Wohnungseigentümern und nicht von Mietern. Ich erinnere an dieser Stelle nur einmal an die Debatte zum Wohnraumförderungsgesetz 2012, bei dem die FDP es war, die die wenigen Mittel, die für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt wurden, vorrangig für die Schaffung von Wohneigentum reserviert haben wollte, nicht für Mietwohnungen. Ihren Antrag werden wir deshalb ablehnen. Mitte des vergangenen Jahres wurde im Wohnungsbedarfsbericht der Hessischen Landesregierung verkündet, dass bis zum Jahr 2040 in Hessen 517.000 weitere Wohnungen benötigt werden. Eine gigantische Zahl, die aber dadurch, dass der soziale Wohnungsbestand immer mehr einbricht, aktuell eher steigt als sinkt. Nun werden Sie mir vermutlich entgegenhalten, dass doch gebaut würde. Und ja, Sie haben recht. Meine Vorrednerin hat ja auch darauf hingewiesen, dass mehr gebaut würde. Aber dann schauen wir uns einmal an, was gebaut wird, insbesondere in den Städten. So, vorwiegend Luxuswohnungen, wie aktuell der Wolkenkratzer 140 West in Frankfurt, mit Wohnungspreisen, die sich kein Normalverdiener jemals leisten können wird. Ich bin ja fast dankbar, dass der Vorstandsvorsitzende des Investors Commerce Real auf die Frage, welche Miet- oder Preishöhe man erzielen möchte, offen zugegeben hat, so viel wie möglich. Denen und vielen anderen privaten Bauherren geht es nicht um eine ausreichende Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum. Das wäre nämlich eine Aufgabe der öffentlichen, kommunalen oder genossenschaftlichen Wohnungsbaugesellschaften, die es zu stärken gilt. Denen aber dann durch politische Vorgaben enge Grenzen zu setzen, sind damit sie sich ihren Verpflichtungen für preiswerte Wohnungen stets bewusst bleiben, wichtig. Wenn sich der Geschäftsführer der ABG nun rühmt, in Zukunft 40% Sozialwohnungen zu bauen, dann frage ich, ist es nicht die Aufgabe eines kommunalen Wohnungsunternehmens, zu 100% preiswerte Wohnungen zu bauen? Wieso nur 40%? Wir brauchen eine Stärkung öffentlicher Wohnungsunternehmen und die bundesweite Einführung einer neuen Gemeinnützigkeit solcher Gesellschaften. Das ist zwingend notwendig. Landkreise sollten Wohnungsbaugesellschaften als gemeinsame Zweckverbände mit den Kommunen schaffen und notwendige Aktivitäten bündeln. Wohnungsbaukoordinatoren könnten zusätzlich ebenfalls zur Bündelung und Unterstützung der Aktivitäten in den Kommunen hilfreich sein. Und es ist eigentlich, und was ist eigentlich mit der nassauischen Heimstätte Wohnstätte, in der Sie, Frau Ministerin Hinz, immerhin Aufsichtsratsvorsitzende sind? Wir hören jüngst wieder vermehrt von Fällen, wie z.B. in Frankfurt-Westhausen, in denen Wohnungen leer stehen gelassen werden, da die NH dort ganze Häuserblöcke verkaufen möchte. Wir haben die NH vor wenigen Jahren im Übrigen gegen die damalige Regierungspartei FDP nicht vor der Privatisierung gerettet, damit diese jetzt ihren Auftrag nach zur Verfügung stellen von bezahlbarem Wohnraum durch den Verkauf von Wohnungen konterkariert. Das will ich an dieser Stelle ausdrücklich einmal sagen. Wir haben eine andere Aufgabe, und wir erwarten, dass die Landesregierung da auch eingreift. Frau Wohnungsministerin Hinz, es wurde genug geredet, es wurde genug verschleiert. Sorgen Sie endlich für eine Umkehr am hessischen Wohnungsmarkt. Wir brauchen preiswerte Wohnungen jetzt und nicht erst in 20 Jahren.
Und an die Adresse der FDP kann ich nur sagen, hören Sie endlich auf, Ihre unsoziale Steuerpolitik auch noch als Programm für kleine Leute zu verkaufen. Das nimmt Ihnen sowieso keiner ab. Vielen Dank, Herr Kollege Schaus. Als nächster Redner spricht nun Kollege Siebel von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es gäbe so vieles zu sagen, und wir haben ja jetzt mit der dritten Rede zum Wohnungsbau auch die Möglichkeit, das zu tun. Ich war so ein bisschen gespannt bei der FDP, ob sie sozusagen ihr Ideologiepaket auspacken gegen Fehlbelegungsabgabe und Mietpreisbremse oder ob eigene Vorschläge gekommen. Es war so ein bisschen eine Mischung von beiden, und deshalb will ich mal ein paar Sachen abräumen. Die Position der SPD zur Fehlbelegungsabgabe ist klar. Wir stehen dazu. Sie gibt den Kommunen die Möglichkeit, ein paar Euro einzusammeln, um Sozialwohnungen zu bauen. Das war der Wunsch der Kommunen. Man kann es nur noch einmal wiederholen. Keine Kommune muss, sondern es gibt die Option, dieses zu tun. Und dann, wenn sich nachweist, dass die Einnahmen geringer sind als die Einnahmen größer sind als die Ausgaben, die man tätigt, um die Fehlbelegungsabgabe zu erheben, muss keine Kommune diese erheben. Räumen wir das also bitte ab. Zweiter Punkt. Die Mietpreisbremse existiert seit einem Jahr, und ich bedauere es, dass die FDP immer wieder auf den Leim der üblichen Verdächtigen geht. Und, also natürlich, Herr Lenders, das ist ein Interessenskonflikt, dass die Vermieter das Haus und Grund nicht sagen, juhu, wir haben die Mietpreisbremse, ist, glaube ich, selbstredend. Aber ich glaube, es kommt darauf an, dass wir die Mietpreisbremse nachbessern müssen. Meine Fraktion im Deutschen Bundestag ist dafür, dieses zu tun. Die SPD will unter anderem durchsetzen, dass Vermieter gesetzlich verpflichtet werden, bei der Neuvermietung die Höhe der vorherigen Miete offenzulegen. Die Mietpreisbremse gilt auch für ausgewählte Städte und in einigen Bundesländern. Dort dürfen Mieten bei neuen Verträgen in der Regel nur noch 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen, wie sie im Mietspiegel, sofern existent oder entsprechend ausgerechnet, was die Durchschnittsmiete angeht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn in diesem Sinne die Mietpreisbremse korrigiert wird, dann wird sie wirken. Ich habe immer gesagt, die wird nicht nach fünf Jahren wirken. Deshalb gibt es einen guten Grund, am 24. September SPD zu wählen, weil die SPD wird die Mietpreisbremse nachschärfen. Ja, ich weiß, ich bin immer noch im Wahlkampfmodus. Zum Thema Wahlkampfmodus wollte ich noch sagen, Frau Feldmayer, weil du vorhin gesagt hast, in den 90er-Jahren wäre nichts passiert. Also mit Verlaub, die Älteren unter uns können sich noch entsinnen, unter anderem Priska Hinz. Also wenn Wohnungsbau gemacht... Frau Präsidentin, ich entschuldige mich. Ist angekommen. Wenn in den 90er-Jahren wohnungsbaupolitische Initiativen ausgegangen sind, dann damals von einer rot-grünen Landesregierung. Insofern, ich sage jetzt nichts mehr über das Alter. Ich sage nichts mehr über das Alter. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte noch einmal anschließen an die Frage, weil das auch im FDP-Antrag so angelegt ist, der Frage, was wird bundespolitisch denn momentan veranstaltet. Ich möchte daran erinnern, und das ist ein Teil der Mittel, die auch die GRÜNEN für sich reklamieren und sozusagen hinterlegen, dass diese Mittel in den 1,2 Millionen drin sind. Ein Großteil dessen sind Bundesmittel, nämlich die 1,5 Milliarden für die soziale Wohnraumförderung, die also jetzt nicht auf die ganze Bundesrepublik bezogen. Die zweite Charge der Kompensationsmittel, unter anderem gibt es ein Programm altengerechter Umbau von 75 Millionen und auch weitere Ansätze, die auf Bundesebene gemacht werden, wie beispielsweise die Reform des Wohngeldes mit 635 Millionen € in 2017. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe diese Zahlen von der Bundesebene nicht umsonst benannt. Ich will durchaus auch nicht in Abrede stellen,
dass diese Landesregierung und diese Wohnungsbauministerin bemüht ist, auch vieles zu veranstalten. Aber vor der Dimension des Problems, vor der wir stehen, Kollege aus meiner Stadtverordnetenversammlung in Darmstadt hat einmal ausgerechnet, wir haben einen Investitionsbedarf von 1,2 Milliarden € nur in Darmstadt. Kollege Fürst, jetzt bei den GRÜNEN, früher 24 Jahre SPD-Mitglied. Wenn wir uns das vor Augen halten, glaube ich, muss man akzentuieren, dass wir von der momentanen Regelung, dass die Verantwortung für die Wohnungspolitik auf die Länder übertragen worden ist, im Föderalismuskompromiss, dass wir da zu einer Neuregelung kommen müssen. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Einvernehmen auch mit den Kollegen, die im Programmprozess der SPD auf Bundesebene sind, halte ich es für richtig, eine neue Gemeinschaftsaufgabe Wohnungsbau und Regionalentwicklung in der Bundesrepublik tatsächlich anzustoßen. Das wird dem gerecht, meine sehr verehrten Damen und Herren, was wir als Dimension der Problemlage haben. Und ich gucke jetzt alle Fraktionen an, weil das, glaube ich, wird die Herausforderung auch jetzt in den programmatischen Auseinandersetzungen sein. Ich mache jetzt keine Bemerkungen zum Thema NF und Energie, weil da hat Kollege Lenders auch nichts zugesagt. Das steht nur im Antrag. Nö, du hast nichts zugesagt. Das steht nur im Antrag. Okay, wenn du es haben willst, KfW-Förderprogramm, energieeffizientes Bauen, 2 Milliarden ausgelegt. Aber ich gebe dem Kollegen Lenders an einer Stelle recht. Nämlich an der Frage, naja, warum nicht, also wenn er etwas Kluges sagt, nämlich an der Frage der Nachhaltigkeit der NF. Ich weiß, dass es richtig wäre und dass viele, die in dem Bereich unterwegs sind, auch einmal sagen, lasst doch einfach einmal ein Jahr oder anderthalb Jahre die NF liegen. Und ich habe jetzt in einem Referat noch einmal erfahren und gelernt, dass es wichtig wäre, sozusagen den Grenzpunkt zu berechnen, an dem die Investition des Kapitals für Energiequalifizierung von Wohnungen kompatibel gemacht werden muss mit den entsprechenden Förderungen. Das kann man machen. Dafür bin ich sehr, dafür streite ich auch. Das wollte ich hier noch einmal hinterlegen. Es wird darüber hinaus, das ist dann auch eine Bundesangelegenheit, diskutiert über eine sogenannte Grundsteuer C. Das trifft nicht viele, aber all diejenigen, die meinen, mit einem leerstehenden Grundstück spekulieren zu können oder aus welchen Gründen auch immer, denen sollte man ein Stück Motivation geben, dieses Grundstück schneller zu bebauen. Das ist eine der Möglichkeiten. Letzte Bemerkung. Oh, eigentlich habe ich noch 3 Minuten. Letzte Bemerkung möchte ich noch einmal zur Landesregierung machen und einen sehr konkreten Fall auch ansprechen, in dem Punkt das Agieren des hessischen Finanzministers. Wir haben ja unseren Kritikpunkt mit der BIMA, weil wir dort es für falsch halten, dass dort zu Höchstgeboten gekauft werden muss von den Kommunen. Da wäre es übrigens ganz nett, wenn die Kollegen der CDU sich da mal ein bisschen bewegen im Deutschen Bundestag und diesen einen, es ist ein Satz im BIMA-Gesetz zu streichen, zum Höchstgebot verkaufen zu müssen. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Land Hessen verhält sich auch nicht viel anders. Und deshalb fordere ich den Finanzminister auf, mal darüber nachzudenken, ob er tatsächlich bei jeder Landesliegenschaft zum Höchstpreis verkauft oder ob er nicht vielmehr bereit ist, in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten auch die Grundstücke zum Bodenrichtwert zu veräußern. Das wäre ein Beitrag des Landes Hessen zur Lösung des Problems, was die Grundstücke auch letztendlich angeht. Ich will damit schließen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass wir folgende, glaube ich, 4 Punkte, die nicht ganz so unerheblich sind, vor uns liegen haben. Erstens. Die SPD-Fraktion hat einen Antrag eingebracht im Rahmen eines Nachtragshaushalts, weitere 50 Millionen, unter anderem weitere 50 Millionen für sozialgebundenen Wohnungsbau in einem Nachtrag einzustellen. Ich appelliere da insbesondere an die Kollegen der Koalition. Wir haben schon einmal an einem Punkt eine gemeinschaftliche Anstrengung unternommen, um für den Wohnungsbau etwas zu investieren. Ich will jetzt nicht noch einmal die Bemerkungen von Kollegen Lenders in Richtung auf die Nassauische Heimstätte, das machen wir später einmal, akzentuieren. Deshalb denken Sie darüber nach. Zweitens. Wir erwarten mit Spannung die Ergebnisse aus dem Bündnis für kostensparendes Bauen und insbesondere die Auswirkungen dieser auf die hessische Bauordnung. Dritter Punkt.
Ich möchte ihn wirklich also ernsthaft darum bitten, dass die Verkaufspolitik der landeseigenen Grundstücke überdacht wird und man dort, ich sagte es schon, in Flächen mit erhöhtem Wohnungsbedarf auf den Bodenrichtwert geht. Und drittens, ich würde mir sehr wünschen, wenn es bei den Wahlen im Deutschen Bundestag viele Parteien gäbe, die sich der Frage einer Gemeinschaftsaufgabe Wohnungsbau und Regionalentwicklung tatsächlich und ernsthaft widmen würden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Siebel. Als nächster Redner spricht nun Kollege Caspar von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Hessen hat ein energisches und gutes Programm aufgelegt, um das Wohnungsangebot insbesondere in den Ballungszentren zu erhöhen. 1,3 Milliarden €, im Übrigen nicht, wie hier vorhin gesagt wurde, überwiegend Bundesmittel, sondern 72% davon sind Landesmittel. Vom Bund kommen 343 Millionen €. Also man kann daran sehen, das ist überwiegend originäres Landesgeld. Und dafür möchte ich auch der Landesregierung, insbesondere der dynamischen und jungen Ministerin, Herr Siebel, wie ich sagen möchte, herzlich danken. Meine Damen und Herren, wir haben in Hessen sehr unterschiedliche Situationen. Wir haben weite Teile, insbesondere im ländlichen Bereich, in Nordhessen, in Mittelhessen, Situationen, wo die Vermieter, die Eigentümer von Wohnraum Schwierigkeiten haben, Mieter zu finden. Wir haben dort teilweise Leerstände. Das bedeutet, dass wir zu Recht daran arbeiten, die Infrastruktur im ländlichen Raum auszubauen, sei es im Bereich des Straßenbaus, sei es im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs oder auch, dass wir alles tun, um dort Arbeitsplätze anzusiedeln. Denn wenn es uns gelingt, im ländlichen Raum mehr Arbeitsplätze anzusiedeln, und hier ist ja die CDU-geführte Landesregierung schon seit einiger Zeit unterwegs. Ich erinnere mich daran, dass z.B. das frühere Straßenverkehrsamt oder Straßenbauamt Hessen Mobil in Frankfurt am Main zugemacht wurde und die Arbeitskräfte in den ländlichen Raum verlagert worden sind oder aktuell eben im Bereich der Steuerverwaltung meiner Ansicht nach sinnvolle und richtige Schritte, dass wir als Land das, was wir tun können, dazu beitragen, um Arbeitsplätze im ländlichen Raum anzusiedeln, damit die Kapazität an Wohnraum, die ja dort zur Verfügung steht, auch genutzt werden kann. Herr Grimmels, wie war Ihre Zwischenfrage? Die Amtsgerichte, ja. Auch da ist es so, dass wir eine Konzentration haben, aber nicht auf die Ballungszentren, sondern durchaus auch im ländlichen Raum, sodass ich glaube, dass da das System keineswegs unterbrochen wurde. Meine Damen und Herren, in den Ballungszentren und insbesondere in den Universitätsstädten haben wir aber viele Gründe, die zu einer verstärkten Nachfrage nach Wohnraum geführt haben. Ich nenne hier zum Beispiel, dass die Quote der Schüler, die Abitur machen, steigen, die Quote der Jahrgänge, die studieren, steigen. Und die gehen natürlich selbstverständlich zum Studieren in die Universitätsstädte. Anschließend, wenn Sie dann Akademikerinnen und Akademiker sind, suchen Sie Berufe. Die finden Sie auch überwiegend in den Ballungsräumen, sodass aus Gründen der Ausbildung, aber auch des Arbeitsplatzes wir in den letzten Jahren sehr stark verspüren, den Zuzug, den Druck in Universitätsstädte, in große Städte. Daneben haben auch die großen Städte viel getan, damit die Lebensbedingungen dort besser werden. Denken Sie daran, dass es nicht mehr die schmutzige und laute Industrie gibt, wie es sie mal früher vor einigen Jahrzehnten noch gegeben hat, dass die Flüsse sauber geworden sind. Das heißt, die Großstädte haben sich bemüht, auch die Lebensbedingungen für die Menschen zu verbessern. Und auch das ist ein Grund, warum Menschen in diese Städte ziehen.
Aber das hat natürlich eine Konsequenz, dass die Nachfrage nach Wohnraum aus den Gründen steigt. Und wenn das so ist, dann muss eben auch das Angebot steigen. Und das Angebot steigt, wobei hier neben den Mitteln, die das Land Hessen einführt, vor allem auch das niedrige Fremdkapitalzinsniveau einen wichtigen Beitrag dazu leistet, dass wieder mehr bereit sind, Investitionen in Wohnungsbau zu leisten. Wir können das anhand der Zahlen sehen. Die gehen nach oben. Es werden mehr Wohnungen gebaut, und das ist auch wichtig. Natürlich haben Sie recht, wenn die Wohnungen, die heute gebaut werden, mit den heute teuersten Bodenpreisen, mit den höchsten Baustandards, denken Sie an Schallschutz, an energetischen Schutz, an Wärmedämmung oder auch an Brandschutz, dass dies natürlich die teuersten Wohnungen sind, die wir je erstellt haben. Dass die nicht zu den billigsten Mieten führen, ist ja völlig klar. Aber das zusätzliche Angebot trägt eben dazu bei, dass günstigere Wohnungen freigezogen werden. Und ein Problem wäre es ja nur dann, wenn die teuren Wohnungen leer stehen würden. Das ist ja nicht der Fall. Sie werden gleichwohl bezogen. Mit der Konsequenz, dass eben günstigere Wohnungen frei werden und dadurch auch diejenigen, die eben günstigen Wohnraum suchen, zusätzliche Möglichkeiten haben. Und Herr Lenders hat natürlich insoweit recht, dass es bestimmte Faktoren gibt, die das Bauen verteuern. Das sind aber Faktoren, die wir aus anderen Gründen wollen. Das heißt, wenn wir höhere energetische Standards wollen, dann bedeutet das natürlich nicht, dass wir hier primär im Blick haben, möglichst billig zu bauen, sondern dann haben wir eben andere Ziele, die wir auch für sinnvoll und notwendig halten, CO2-Einsparung, Energieeinsparung. Oder denken Sie daran, wenn wir wollen, dass Menschen nicht durch Feuer und Brand in ihren Häusern sterben, dann ist es nun einmal so, dass wir hohe Brandschutzbestimmungen haben. Und ich habe hier zwar immer gehört, die Brandschutzbestimmungen sind zu hoch, aber ich habe noch nicht gehört, an welcher Stelle sollen sie denn reduziert werden. Also auch hier muss man doch dann sehen, wo will man das konkret umsetzen. Das heißt, es gibt durchaus andere Ziele, die natürlich kostenerhöhend sind. Aber ich sage, wir können uns diese anderen Ziele durchaus leisten. Auch die höheren energetischen Standards können wir uns leisten, weil wir eben auf der anderen Seite dieses extrem niedrige Zinsniveau haben und damit gleichwohl genügend gebaut wird. Wenn das Zinsniveau nach oben geht, wird das natürlich Konsequenzen haben müssen. Wenn wir dann, je nachdem, wie die Marktlage ist, entweder weiter so viel Wohnungsbau haben wollen, dann müssen wir über die Standards nachdenken. Das ist völlig klar. Oder auch in anderen Bereichen etwas tun oder zusätzlich fördern oder dann z.B. mit degressiver AFA arbeiten. Aber das sind alles Instrumente, die wir grundsätzlich ergreifen können, wenn es notwendig ist. Zurzeit ist es eben nicht notwendig, weil durch das niedrige Zinsniveau die Investitionen in den Wohnungsbau stattfinden, trotz all dieser hemmenden Dinge, die Sie auch hier beschrieben haben. Ich nenne noch etwas anderes, die Mietpreisbremse. Herr Lenders, haben Sie gesagt, hat natürlich investitionshemmende Wirkung. Unter dem Gesichtspunkt betrachtet ist das richtig. Aber auch hier gilt, bei dem niedrigen Zinsniveau führt es trotzdem nicht dazu, dass weniger gebaut wird. Und die Mietpreisbremse hat ja eine andere Maßnahme, einen anderen Sinn. Da geht es ja nicht darum, dadurch Bau zu fördern, sondern die Idee der Mietpreisbremse ist, dass in der derzeitigen Lage, wo wir sehr viel Nachfrage haben, aber zu wenig Angebot, dies in der schwierigen Lage nicht dazu führt, dass es zu einem überhöhten Mietzahlungsdruck kommt. Und ich meine, dass das in der temporären Phase dieser großen Angebotsnachfrage und des Nachfrageüberhangs dann auch gerechtfertigt ist. Wir hoffen aber, dass durch den zusätzlichen Bau, der ja massiv jetzt stattfindet, wir dann wieder in eine andere Marktlage kommen und auf solche Instrumente verzichten zu können. Deswegen sind die ja eben auch nur temporär eingeführt worden. Das können wir heute noch gar nicht beurteilen. Da müssen wir eben abwarten, wie der Markt sich weiterentwickelt und welche Spielräume wir da haben.
Alles in allem kann ich feststellen, dass die Wohnungspolitik in Deutschland gut aufgestellt ist und in Hessen ganz besonders, weil wir eben hier Förderprogramme haben in einem Umfang, in einem Maß, wie wir sie in der Form in anderen Bundesländern überhaupt nicht kennen und wie sie eben in der Praxis zu ganz erheblichen Erfolgen bei der Erhöhung des Angebots geführt haben und führen werden. Insoweit ist es immer gut, über Wohnungspolitik zu reden. Aber bei allen Diskussionsbeiträgen, die ich von den anderen Fraktionen hier vorher gehört habe, konnte ich nicht feststellen, dass Ansätze waren, die dazu geführt haben, wirklich die Dinge noch weiter voranzubringen und zu verbessern. Insoweit würde ich mich freuen, wenn man weiterhin sich mit den Fragen beschäftigt und Ideen liefert. Wir nehmen das auch gern auf. Aber ich glaube, das Paket, das wir hier für den Wohnungsbau gebildet haben, funktioniert gut, läuft gut und entwickelt sich gut. In dem Sinn freue ich mich über die weitere Diskussion, die wir zu dem Thema auch in Zukunft haben werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Caspar.